Und wir kommen jetzt zur Map Mühlenkreis Mittelland. Auf der berühmten Long Long Farm. Zu Part 117. Auf jeden Fall ist das so, dass wir jetzt hier weiterarbeiten werden. So, wir stellen jetzt die Maschine jetzt erstmal in den Schuppen rein. So, wir in Duisburg bekommen wir jetzt Gewitter. Gott sei Dank, ich habe auch Fenster auf. Weil es ist hier wirklich immer noch extrem warm drinne. Und deswegen lasse ich jetzt auch erstmal Fenster auf. Egal, ob es jetzt ja ein bisschen reinregnet, das kann man trocken machen. So. Was wollte ich jetzt genau? Weiter Bäume fällen. Und wir müssen uns gleich nochmal zur Miropai begeben. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal eben hier noch was beim Europay bestellen. So, hört ihr das? Das ist Gott. Der ist beim Bowling. Gott ist also beim Bowling. Der hat bestimmt jetzt ein Spear geworfen. So. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zum Europai. Da bin ich immer noch am Ölen. Aber das ist ja jetzt normal. Weil es ist jetzt einfach noch ein bisschen zu warm. Mehr als Fenster aufmachen kann ich jetzt auch nicht und durchlüften. Beide Ventilatoren laufen. Eins habe ich jetzt genau so hingestellt, dass jetzt der Wind, also von dem Ventilator erzeugte Wind, ja, dass die Luft, die kühle Luft von außen nach rein gepustet wird. Und mehr kann ich jetzt auch nicht machen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Yohopai. Und dann fahren wir zum Waldstück, was wir gerade bearbeiten.
So, jetzt fängt es auch an zu regnen an. So, und jetzt schauen wir. Jetzt sind wir gleich einfach beim Yo-Pai. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das habe. Deswegen muss ich das mal gucken. Sieht nicht so aus, ob ich das hätte. Nein, nein, schade. Oh. Die Feuerwehr fährt. Ui, jetzt wurde ich aber echt ein geiles Foto gemacht. Oh ja, jetzt fängt es. Jetzt kommt es da dicke runter. Aber hallo. Ich habe jetzt mal vor das Fenster zugemacht. Weil es doch ein bisschen besser. Weil das Gewitter, dann so mal ganz schön vorsichtig bleiben. Ganz ehrlich. Uiuiuiui. Ey Gott, ich weiß, ich bin schön genug, muss ich von mir ein Dornfoto machen? Ich bin schön genug. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Also Gott, jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hast jetzt aber leider genug Fotos von mir. Du bist ein Stalker-Gott.
So. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier erstmal weitermachen, bis wir halt einfach anfangen können, die Ernte einzufahren. Weil das ist ja hier nur ein einfach neben Verdienst. Also einfach für Zeitvertreib. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier noch weiter unterwegs. Schon mal hier so ein Stückchen rein. Wir machen die Motor aus. Wir steigen jetzt in den Radlader ein. Machen wir jetzt erstmal den Anhänger voll, weil wir nämlich, also ich habe eher gesagt, die Befürchtung, würde ich ganz ehrlich sagen, dass wir halt einfach hier für den für den LKW jetzt von MAHM einfach den Schnitt etwas kürzen müssen von 8 Meter auf 5 Meter. Da habe ich irgendwie so ein bisschen die Befürchtung. Und deswegen
bauen wir jetzt erstmal hinten den Anhänger voll und dann machen wir es dann vorne auf 5 Meter. Und dann passt das. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal weiterarbeiten. Die kleinen Bäume müssen auch weg. Da ist ja selbstverständlich. Machen jetzt aber erstmal mit die großen weiter. Und jetzt schneiden wir die hier weiter erstmal auf 8 Meter. Und dann. Nee. Nicht 8, 5. Oder? Oder sollen wir die lieber auf 4? Ist besser. Ist die Hälfte. Ja, wir schneiden die lieber auf 4 Meter. Anstatt auf 5 Meter. Weil da bin ich auf Nummer sicher. Ich gleich dann jeden Baum nochmal einzeln anschneiden darf. Weil das wäre ja wohl ein bisschen ärgerlich. Wenn ich jeden Baum dann nochmal einzeln anschneiden müsste. Und so kann man dann auf Nummer sicher gehen, dass er auch passt. Weil notfalls können wir die Bäume dann auch hinten drauf laden. Wie sagt man immer so bekanntermaßen, lieber einmal ein bisschen zu kurz als einmal zu lang. Dann nehmen wir mal hier den. Da gucken wir mal nach, weil das sind jetzt hier 4 Meter und so können wir das dann genau ausmessen. Ja doch, passt. 4, das heißt 5, sind 6 Meter. So, ich kürze die dann auf 5. Und dann passt das. Deswegen. Einen Augenblick mal eben. Jetzt ist das Gewitter schon wieder
weitergezogen. Jetzt können wir ja mal wieder Fenster aufmachen. Dass hier wieder ein bisschen frische Luft reinkommt. Auch die kühle Luft. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann ist da hinten der Anhänger jetzt gleich voll. Noch zwei Baumstämme und dann ist er voll. Ich bin immer noch am Ölen. Passt. Das passt. Was gucken im Internet.
geht ja schnell eben, weil ich mal kurz was gucken wollte. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da war irgendwas gewesen, weil ich mal gucken wollte. Na egal. Ich werde es auf jeden Fall wiederfinden, weil ich schauen wollte. Deswegen. Ich werde es auf jeden Fall wiederfinden. Genau, dann gucken wir mal eben hier nach. Wie weit die jetzt schon sind. Aha, noch nicht mal dunkelgrün. Also wird das noch ein bisschen dauern. Bis wir hier dann fertig machen. Ich bin auch gerade überlegen. Wir könnten ja eigentlich ja nur die großen Bäume fällen, die kleinen können wir ja stehen lassen. Also im Endeffekt nur die großen Bäume. Und dann ja wieder neu ansehen alles an Bäumen. Da wären also ungefähr 40. Also 40 sind dort drauf, dann wären es dann 80. Ist das jetzt 40 oder 20? Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Da haben wir 20. Ja, 40. So, warte mal, das sind 40. Dann von 2, 3 Paletten, da wären es bei 120. So, 120 Bäume. Da wären wir bei 120. Wäre das ja eigentlich schon zu viel, weil wir haben ja nur ein paar Bäume weggenommen. Wären zwei oder auch eine auch in Ordnung mit 40 Setzlingen. Würde ich ganz ehrlich sagen.
Ja, machen wir jetzt erstmal nur mal die großen Bäume weg. Schneiden die Bäume auf 6 Meter. Oder sind sie da glücklich? Weil dann sieht das die nicht so nackt aus. Wenn ich jetzt alle Bäume hier wegmachen würde. Deswegen reicht das ja, wenn wir das auf 6 Meter machen. Hui! Ui, 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 ui. Der ist irgendwo eingeschlagen, der Blitz. Aber ich habe keine Angst vor Gewitter. Ich wurde ja schon zweimal beinahe vom Blitz getroffen. Und da habe ich da auch keine Angst vor. Ja, einmal war es ja so gewesen, dass ich bei meiner Ex-Freundin damals war. Also bei meiner Freundin damals. So, und dann bin ich von Oberhausen aus nach Duisburg gelaufen. So, und dann war es dann halt einfach so, dass es angefangen hat zu regnen. Und dann kam auch noch Gewitter hinzu. Und die hat mich dann angerufen unterwegs auf dem Handy. Dann war es dann halt einfach der Fall gewesen, dass angefangen hat zu gewittern, dann hat sie aufgelegt. In dem Moment, wo ich dann aufgelegt hatte, ist der Blitz nämlich genau auf einer Wiese eingeschlagen. Und da waren dann ungefähr 20 Meter entfernt von mir. Ja, da war das erste Mal. Und das letzte Mal war gewesen vor knapp 3 Jahren. Nee, über 3 Jahren ist das jetzt auch schon das letzte Mal. Dann war ich abends bei der Pizzeria und habe mir die Pizza geholt. Da hat mir dann auch Gewitter bekommen. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass ich dann noch unterwegs war und auf einmal nur noch standen mir nur noch die Haare zu Berge. Ja, das müssen wir anders machen hier.
Speichel vielleicht anheben. So, und auf jeden Fall stand ich mir die Haare zu Berge und da bin ich natürlich mit der Pizza ganz schön nach Hause gerannt. Ja, und wenige Stunden später habe ich mitbekommen, dass der Blitz dann beim MSV Duisburg auf dem Trainingsgelände eingeschlagen ist. Torhüter verletzt hat, einen 17-jährigen Torhüter. Da war es dann das zweite Mal halt einfach. Also ich hatte ja wirklich schon oft genug Glück gehabt. So, die müssen wir auch noch mitnehmen. So, legen die Baumstämme hier vorne hin, weil die nehmen wir da mit dem Kran auf. Weil es genau 6 Meter sind.
sitzt jetzt nicht perfekt. Hier können wir ja nach hinten drauf packen. Machen wir lieber Vollsauer fest und fahren die dann schon mal weg. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus, weil ich da einen Seitenspiegel sehe. Dann müssen wir nochmal normalerweise die Ladungssicherung ordentlich machen, also Baumstämme ordentlich drauf packen. Aber das Sägewerk ist direkt hier vorne. Was ist das denn jetzt hier? Habe ich wohl hinter ein bisschen zu viel draufgepackt. Gott, nee, hier immer mit dem ganzen Verkehr und dann auch noch bei der Affenhitze. Also Gott, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dein Sohn wurde zurechtgekreuzigt. Am liebsten hätte ich dich selber gekreuzigt. Ja komm, dann mach ich Verkehr aus. Blöder Verkehr. Gottes Zorn. Ja. Mein dicker fetter Jarek wartet auf dich, Gott. Mein Gott, ne, hier echt. Ich will jetzt nichts hören hier von euch. Ganz ehrlich, ich will jetzt keine Kommentare lesen hier. Das kotzt mich gerade jetzt echt hier an. Auch wie eine Affenhitze. Kotzt mich das jetzt hier gerade an. Meine Güte, ne, hier. Na komm, dann fahren wir wieder hier durch, was so ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja, ich soll ja nicht so tief in Wasser fahren, ja, ist klar. Also echt hier.
Ich hab doch gerade gesagt, ich will keine Kommentare mehr lesen. Meine Güte, ne. Meine Fresse, ne. Lass das jetzt hier mit dem Schreiben bleiben. Echt. Ich sag jedes Mal bei einem neuen Part, wenn ich den anfange, was das für eine Karte ist. Meine Güte, ne, dann müsst ihr hier nicht irgendwo immer schreien, ja, was ist das denn für eine Karte, was ist das denn für eine Karte? Ich sage es die ganze Zeit immer, dass es Mühlenkreis Mittelland ist, die Karte. Die gibt es für den PC, PlayStation und Xbox One, meine Güte, ne. Immer dieselben dummen Fragen, was ist das für eine Karte, was ist das für eine Karte? Meine Fresse, ey, echt. Kotzt mich das hier an. Ist doch wahr. Hey, jedes Mal fragt er mich ja, welche das für Karte ist. Meine Güte, ne. So. Machen wir auf 8 Meter. Mann, ey, echt hier. Echt. Mein Gott, ne, dieser Affenhitzer. Gucken. Nee, ich brauche mich nicht da, ich brauche mich dazu nicht beruhigen. Ich habe auch extra reingeschrieben, ich antworte nicht auf dumme Kommentare. Und wenn ihr das dann annimmt und trotzdem jedes Mal einen dummen Kommentar schreibt, ja, da platzt mir auch irgendwann der Hut. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, ich schreibe es nicht ohne Grund. Ich antworte nicht auf dumme Kommentare, weil ich das jedes Mal im Video, ja, jedes Mal in meinem Livestream gefragt werde, alle 5 Stunden, ja, was ist das für eine Karte? Und dann flippt man auch irgendwann aus, wenn man jedes Mal nur dieselbe Frage hört. Ja, zocken wir gemeinsam? Was ist das für eine Karte? Ja, das sind immer dieselben dummen Fragen. Ja, und dann kann man ja auch nochmal ausrasten. Ja. Ist halt einfach so. So, ist doch meine Sache, wenn ich mich darüber aufrege.
Weil mir ist der Mund so gewachsen, wie es mir gefällt und wie es euch gefällt. Ist ganz einfach. Und wenn ihr mit meiner Art nicht zurechtkommt, ja, habt ihr Pech gehabt. Es zwingt euch ja keiner hier mir zuzuschauen. Ist einfach so. Hier wieder alles rein. Und so, was sagt denn das Wetter? Zwei weitere Warnungen. Einmal Gewitter bei 18, 6 Uhr. 1 Uhr, 2 Uhr. Okay. Was sagt er denn das Niederschlagradar? Zieht morgen an uns vorbei, okay. Ui, ja, gut. 6 Uhr muss ich das Fenster zulassen. Shit. Und das ist auch noch bei der Affenwitze, ja. Fahren wir jetzt erstmal mit dem John Deere hier rüber über das Feld. Und die Baumstümpfe wegzumachen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt dann erstmal zurück zum Hof 4. Weil wir brauchen jetzt erstmal die Maschinen nicht mehr. Außer jetzt natürlich gleich den John Deere. Das ist ja klar, dass wir den gleich brauchen werden.
Aber sonst brauchen wir dann erstmal keine weiteren Maschinen. Außer die für Setzlinge, die müssen wir uns aber noch dann gleich von Yopai besorgen. Und die Setzlinge selber, die müssen wir dann uns auch noch besorgen. Dass wir dann halt eben dort neue Bäume anpflanzen können. Und dann muss ich gucken, wie viele Setzlinge wir dort anpflanzen. Aber ich denke mal, dass wir so an die 30 bis 40 Stück an Setzlingen pflanzen werden. Und dann passt das. Weil so viele Bäume habe ich ja jetzt auch nicht entfernt, um sagen zu können, ja, wir pflanzen ja jetzt diesen Baum neu. Das bringt ja nichts. Wir haben ja eigentlich jetzt nur am Anfang ein paar kleine Bäume entfernt, um da besser reinzukommen und dann nur große Bäume. Und deswegen können wir da lieber wieder neue Bäume anpflanzen und dann passt das. Deswegen. So, John Deere bleibt jetzt hier erstmal stehen. Der Radlader geht mit auf den Hof. Den stelle ich aber auf Hof 1. Stelle ich den hin. Weil ich habe insgesamt drei Höfe, also Hof 1, da sind dann die ganzen Tiere. Auf Feld 70 habe ich die Kühe stehen, auf Hof 1 einfach die Schafe, die Hühner und die Schweine und ein Pferd. Und auf Hof 2, da habe ich die Solarzellen stehen. Und uns gehört noch die BGA. Die gehört uns auch noch. Aber da müssen wir jetzt unbedingt erstmal nichts machen. Weil die Wiese muss erst noch neu wachsen. Dann schneiden wir die nochmal die Wiese und dann fahren wir dann alles in den Bunker rein bei der BGA. Um die Tiere haben wir uns schon gekümmert. Und auf Hof 4, das ist einfach der Haupthof. Da habe ich dann alle Maschinen stehen. Teilweise alle Maschinen. Zum größten Teil stehen die auch mittlerweile schon auf Hof 1. Aber jetzt nicht alle, sondern ein paar. Die wir halt einfach hier vorne brauchen, um die Tiere zu versorgen. Weil dann brauchen wir nicht so weit zu fahren jedes Mal. So, den Radlader stelle ich mal hier ab. MAN, den stellen wir auf Hof 4 ab. Das ist das Beste, was wir machen können.
Oder? Nee, den stellen wir hier am Sägewerk ab. Da steht ja auch niemand im Weg. Ja, und den Skorpion, den nehmen wir jetzt mit auf dem Hof 1. Den da fahren wir den jetzt hin. Dann passt das. Wie gesagt, den fahren wir jetzt zum Hof 1. Da steht ja dort niemand im Weg. Weil das mit der Feldarbeit, das lohnt sich jetzt noch nicht. Wieder runter, aber ja auch ja durchpassen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder auf Hof 1. Den Scorpion King. Den stellen wir hier vorne ab. Weil hier steht dann niemand im Weg. Und dann sagen wir bis später.